Warum du dein Wissen nicht zu Papier bekommst. Ein sehr, sehr häufiges Problem in der Steuerberaterprüfungsvorbereitung. Die meisten Prüflinge kennen es sicherlich. Man sitzt zum Beispiel vor seiner Probeklausur, liest sich den Sachverhalt durch, aber so einen richtigen Zugang hat man dazu nicht. Man weiß nicht jetzt, was man konkret hinschreiben soll. Was sind die Gründe dafür? Das wollen wir uns in diesem Video einmal intensiv gemeinsam anschauen und dann natürlich auch Lösungsansätze dafür erarbeiten. Viel Spaß damit! Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video, warum du dein Wissen nicht zu Papier bekommst. Ein sehr, sehr weit verbreitetes Problem. Was sind die Gründe dafür? Der erste Punkt ist, du arbeitest zu oberflächlich an den Themen. Was bedeutet das? Du hast vielleicht mal einen Kurs besucht, der läuft vielleicht noch aktuell, ist der vielleicht aber auch schon vorbei und da hast du die Themen so ein bisschen besprochen, hast dir vielleicht nochmal das eine oder andere angeschaut, aber so richtig in die Tiefe gegangen bist du nicht. Und du musst auf eine gewisse Art und Weise einfach mit Verständnis bei den Themen arbeiten, insbesondere was Themenzusammenhänge anbelangt, um überhaupt diese Sachverhaltskonstellation zu erkennen in den Klausurfällen. Weil da wird eben nicht einfaches Wissen abgefragt in der Theorie, wie man es vielleicht noch aus der Schule oder Studienzeit kennt, wo du ein paar Fragen beantworten musstest, sondern du musst dieses theoretische Wissen abstrahieren können, anwenden können auf die einzelnen Sachverhalte. Du musst das am Sachverhalt erkennen und wie gesagt anwenden können. Und wenn du so oberflächlich hier mal und da dort ein bisschen was anschaust, nicht so richtig nacharbeitest, nicht in die Anwendung kommst, dann ist das natürlich ein Riesenproblem für dich und deine Prüfungsvorbereitung, weil du so eben nicht dieses Level erreichst. Du bewegst dich eben auf diesem Punkt, oberflächlich sich mit theoretischem Wissen zu beschäftigen. Du musst aber auf die Stufe kommen, das Wissen auch richtig anwenden, praktizieren und eben auch auf die Sachverhalte abstrahieren zu können. Und wenn du das nicht berücksichtigst, indem du da währenddessen du dich mit den Themen auseinandersetzt, dann wirst du es sehr, sehr schwer haben, auch auf das notwendige Level zu gelangen, um in der Steuerberaterprüfung dann auch bestehen zu können. Der zweite Punkt, den man sehr, sehr häufig beobachtet bei diesem Problem im Kontext dessen, ist, du konzentrierst dich zu stark auf das Klausurenschreiben. Klausuren, Klausuren, Klausuren. Dieses Motto haben ganz, ganz viele, insbesondere in den Sommermonaten, wenn die Theorie schon vorbei ist. Ich muss jetzt nur noch Klausuren schreiben, ich muss auf diese große Anzahl kommen. Im besten Fall mindestens 50, im Idealfall noch drüber hinaus. Das ist Bullshit, das kann man so direkt formulieren. Das zeigt nur, wie ahnungslos und ohne Konzept man an der Stelle vorgeht, weil man nicht in der Lage ist, sich auf die richtigen Dinge zu fokussieren dabei. Weil dieses blinde Fokussieren auf diese Klausuren ist viel zu oberflächlich. Denn die Frage an dich, wo erzielst du denn die Fortschritte, die du mit den Klausuren eigentlich erreichen möchtest? Respektive, was ist das konkrete Ziel, was du verfolgst mit den Klausuren? Das Ziel wird ja nicht sein, möglichst viele Klausuren geschrieben zu haben. Reflektier das bitte einmal sorgfältig für dich und lass dir dieses Ziel nicht einreden an der Stelle, auch von immenser Bedeutung, sondern hinterfrag, was möchte ich eigentlich bezwecken und erreiche ich das, indem ich einfach nur schreibe oder muss ich mich vielleicht auf einen anderen Punkt konzentrieren, nämlich die intensive Klausurnachbereitung. Das ist nämlich auch der nächste Aspekt. Die wenigsten Prüflinge haben es gelernt, Klausuren richtig nachzuarbeiten. Denn es wird im Kurs in der Regel einfach auch nicht gezeigt. Die meisten wissen nicht, wie richtige Klausurnachbereitung geht. Und Spoiler für dich, sich die Besprechung der Klausur nach der Klausur am Nachmittag 2-3 Stunden lang vom Dozenten reinzuziehen, sich die Lösung dann vielleicht im besten Fall oder so noch selber durchzulesen, ist keine Klausurnachbereitung und verdient dieses Wort auch nicht. Wenn du weißt, dass du die Fortschritte in dem Bereich, nachdem du die Klausur geschrieben hast, machst, indem du das aufbereitest, dann kann es nicht die Antwort darauf sein, auch nicht dein Ernst sein, dass du sagst, ich lese mir die Lösung nur einmal durch und gehe schnell zur nächsten Klausur. Ich muss ja schließlich auf eine gewisse Anzahl kommen. Das ist eben zum Scheitern verurteilt. Der nächste Punkt, den man immer wieder beobachten kann, ist der Umgang der Prüflinge mit den Materialien, den Kursen oder auch den Klausuren. Was meine ich damit konkret? Viele Prüflinge sind mittlerweile sehr, sehr stark in dieser Konsumentenhaltung drin. Steuerberater, Prüfungsvorbereitung ist aber nicht Netflix.
Mach dir das bewusst. Du hast mittlerweile durch Corona-Digitalisierung die Möglichkeit, fast alle Inhalte auf Abruf von zu Hause aus und so weiter mitverfolgen zu können. Aber das ist für viele auch die Gefahr, weil viele sind nur am Konsumieren. Die schauen sich ein Video nach dem anderen an, am besten noch beim Spaziergehen oder so, nebenbei möglichst viel Input und möglichst viel konsumieren. Die Gefahr dabei ist aber, dass du das nicht richtig aufnimmst, verarbeitest. Es geht nicht darum, 5 oder 10% sich zu merken, sondern sich intensivst mit den Punkten auseinanderzusetzen. Und dafür musst du eben eine gewisse Aufmerksamkeit mitbringen. Dafür darfst du das eben nicht als Konsument betrachten, sondern es geht darum, dass du deine Fragen stellst, dass du dir erstmal Fragen herausarbeitest, hey, was verstehe ich gerade nicht? Und dann Antworten darauf bekommst. Und dieser gezielte Austausch statt konsumieren, wirklich aktiv danach zu suchen, was sind meine Fragen, wie kann ich Antworten darauf finden, ist das, was die wenigsten hinbekommen. Entweder aufgrund der eigenen Einstellung, dass man sich dessen gar nicht bewusst ist, oder weil der Kurs oder der Anbieter, mit dem du zusammenarbeitest, gar nicht dieses Ansprechpartnerprinzip verinnerlicht hat, dass du permanent deine ganzen Fragen loswerden kannst, weil der Kurs zu groß ist oder du gar nicht die Möglichkeit hast, deine Fragen so zu platzieren, dass du auch zeitnah und direkt die Antworten dazu bekommst. Ein Riesenproblem. Und das knüpft eben auch an den letzten Punkt an. Das heißt, du bist vielleicht einfach im falschen Kurs. Du hast dich für den falschen Kurs entschieden, wenn du in der Situation bist, dass du Theoriebruchstücke hast, aber nicht richtig in die Anwendung kommst. Das heißt, du Probleme hast mit der Klausurtaktik, Technik, der Verknüpfung. Dann ist das Ganze einfach nicht fallorientiert gelehrt geworden. Das heißt, du hast eben dann reine Theoriebruchstücke, aber nicht die Fähigkeit bekommen, das jetzt auch richtig zu Papier zu bringen. Ob das jetzt an dir lag oder an dem Kurs, das sind immer, ist immer eine Einzelfallsituation, wo man sich das Ganze anschauen muss oder mit allen Umständen betrachten muss. Man kann aber festhalten, dass du dann ein Problem hast und schleunigst daran arbeiten musst, davon wegzukommen, reine Theoriebruchstücke zu besitzen, hin, dass du eben auch in der Lage bist, das Ganze richtig zu Papier zu bringen und anzuwenden. Gerade diese Stichworte Klausurtechnik, ne, aber auch bei der Herangehensweise die Klausurtaktik auch von immenser Bedeutung. Das heißt, das sind alles Punkte, die du schleunigst in den Griff bekommen möchtest, wenn du jetzt noch ein paar Monate hast bis zum Examen, um da einfach erfolgreich das Ganze meistern zu können und deine Theorie, die du schon angesammelt hast, eben auch für dich zu nutzen, dass du dieses Wissen, was du vielleicht schon irgendwo hast, auch wirklich verwenden kannst, zu Papier bringen kannst und dann eben auch in Punkte umwandeln kannst. Darum geht es letztendlich. Wenn du in dieser Situation steckst und dieses Problem hast und merkst, ich muss jetzt wirklich was verändern, ich komme damit nicht zurecht, du hast dich in diesem Problem, die ich geschildert habe, wiedergefunden, dann kann ich dich wie immer noch ganz herzlich dazu einladen, dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns zu melden, wo wir mal analysieren, hey, was sind eigentlich die Gründe dafür, für diese ganzen Probleme, die wir aufgezählt haben, und natürlich dir auch den Lösungsweg mit an die Hand zu geben. So und so müsstest du dich jetzt verändern in deiner Examensvorbereitung, damit du das jetzt das Ruder wieder in die Hand nehmen kannst, die Kurve bekommst. Ob wir das dann gemeinsam machen oder du selber umsetzt, wichtig ist, dass du da neue Impulse bekommst. Und das machen wir eben in so einer 60-minütigen Strategie-Session, wo wir dir kostenlos eben diesen Plan schon mal mit an die Hand geben und du dann entscheiden kannst gemeinsam mit uns, ob das sinnvoll ist, da diesen Weg gemeinsam zu gehen oder dass du das selber umsetzt. Umsetzung ist das, was dich erfolgreich macht im Steuerberaterexamen. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt. Ich hoffe, du hast einige wertvolle Impulse aus dem heutigen Video mitgenommen. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.